Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle und es geht weiter mit dem Sprinter. Ich habe euch das letzte Mal ja kurz gezeigt in dem Unboxing-Video die Teile, die wir verbauen wollen und ich habe die Elektronik soweit schon mal eingelötet. Das habe ich so nebenzu gemacht. Da habe ich jetzt kein extra Video gemacht, ich zeige euch aber, was ich gemacht habe, aber ihr braucht mir jetzt hier nicht irgendwie stundenweise beim Löten zuzuschauen oder wie ich da irgendwo die Löcherchen reinbohre. Das ging gut nebenzu, deswegen zeige ich euch ganz kurz, was alles passiert ist in der Zwischenzeit. Ich habe auch schon ein bisschen hierher gerichtet, der Lötkolben steht schon da. Wir bauen die letzten Schritte, beziehungsweise diese zwei Module, direkt heute selber gemeinsam noch ein. Ich habe also wieder mit dabei das Frontblitzer-Modul von der Firma Niepelt und den Truck Profi 2 Regler, ist falsch, Schaltmodul von modellbauregler.de, der das Ganze dann über die Fernbedienung steuerbar macht. So steht er momentan da. Wie gesagt, ich habe ein bisschen was schon verbaut, beziehungsweise die ganzen Lampen sind schon drin. Und ich zeige es euch, ich habe hinten die wunderschönen Rückleuchten verbaut. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier auch an der Seite noch eine Zusatzleuchte für den Blinker angebracht. Und ich weiß nicht, ob man es jetzt auf der Kamera so gut sieht. Ich blende euch auch noch mal ein Bild hier ein. Und da muss ich sagen, diese Rücklichter, hervorragend. Also qualitativ, ich kann es nur jedem empfehlen, nehmt den Euro mehr in die Hand, denn die sehen einfach so wahnsinnig gut aus. Ich muss es einfach erwähnen. Also die sind nicht gedruckt, die sind, ich würde sagen, gefräst. Die haben so eine ganz feine Riffelung oben, wie man es einfach von Rückleuchten auch erwartet. Ich bin erst die Tage wieder irgendwo drauf gestoßen im Internet. So ein Angebot mit gedruckten Rücklichtern. Kein Vergleich. Also wirklich kein Vergleich. Die Dinger sehen so super aus. Das kriegt man mit dem Drucker nicht hin, weil das ist so fein, diese Riffelung. Und es ist ein klares Glas. Durchgehend. Ja, ich habe auch schon mal versucht, etwas zu drucken mit durchsichtigem Material. Du siehst es einfach immer. Also so ineinander fließen bringst du gar nicht hin bei einem 3D-Druck. Oder es dauert unendlich lange oder wie auch immer. Ich habe es nicht hingebracht und man sieht es auch auf diversen Foren immer wieder, beziehungsweise wenn das jemand probiert. Es ist okay, wenn ich weiter wegstehe. Aber wenn ich wirklich sage, ich möchte, dass es richtig geil aussieht, nehmt die. Wie gesagt, kosten 3,50 Euro mehr wahrscheinlich, aber sie sind es wert. Die sind richtig genial. Wie gesagt, ich blende euch dieses Bild ein. Und in der Anleitung stand, danach sollen wir sie einmal mit Klarlack überstreichen. Das habe ich auch fotografiert, das blende ich euch auch ein, damit ihr den Unterschied seht, so wie es jetzt ist. Sieht einfach der Hammer aus. Ja? Konkurrenzlos momentan. Ich habe noch nichts Besseres gesehen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Das andere ist wieder bloß irgendwie so nachgemachtes Zeug. Zu den Achsen, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, bloß weil ich in diesem Zuge auch darauf gestoßen bin, habe ich auch gesehen, ich war wieder ein bisschen mehr im Internet unterwegs, war jetzt die letzte Zeit nicht so viel online. Die Hardstack-Achsen sind qualitativ vom Druck her überragend. Also wirklich sehr, sehr sauber. Der Druck dauert vermutlich endlos lang und ist so fein und so schön. Das andere, also was ich bisher gesehen habe, allenfalls eine billige, schnelle Kopie von einer Idee, die jemand anders hatte. Echt. Sie sind es wert. Schaut es euch an. Die Firma Hardstack hat die schon ewig lang im Sortiment. Wie gesagt, nachbauen kann es ja jeder. Ich habe sie auch von Hardstack gekauft, weil ich sage, sie funktionieren, sie laufen super. Und ich finde, er hat auch dafür sein Lob verdient. Ja, dass man diese Achsen eben dann bei ihm besorgt und nicht irgendwo einfach nur nachbaut. Ja. Ihr werdet die auch nicht bei mir bekommen. Gleich, ich habe ein paar Fragen gehabt, ob ich die vertreibe. Nein, ich verlinke sie gerne unten nochmal. Ich verlinke auch nochmal in den Shop von der Diane Niepelt und von modellbauregler.de zu den Sachen, die ich hier verbaue. Überhaupt kein Problem, diese Sachen gibt es aber nicht bei mir. Ich habe die nicht im Sortiment, ich habe die nicht selber nachgezeichnet, ich stell die nicht her, mache ich nicht. Ja. So, genau. Also, hier hinten habe ich die Verkabelung gemacht. Ich war hier sparsam, ich habe momentan keine SMDs, beziehungsweise ich habe SMDs bestellt, war wieder ungeduldig, habe hier normale LEDs eingebaut. Tut der ganze Sache keinen Abbruch.
An der Seite habe ich eine kleine SMD eingebaut und dann die ganzen Kabel nach hinten gezogen. Ich habe nicht vor, das über meinen Fahrregler zu steuern. Das heißt, der hat jetzt keine Bremslichtfunktion und keine Rücklichtfunktion. Wollte ich auch nicht. Ja? Hätte ich auch anderes Modul gebraucht, vermutlich. Oder beziehungsweise den Truck-Regler dazu, der das Ganze dann unterstützt. Ich habe die Blinker eingebaut, ich habe normales Blendlicht hinten, Fahrlicht hinten, Rücklicht, wie es auch immer heißen mag. Das habe ich dran und natürlich die Blinker und das reicht mir. So sieht es jetzt aus. Ich zeige es euch nochmal und dann habe ich hier hinten einfach die Kabel unten durchgeführt. Ja, hier sitzen nochmal die Achsen. Ja, das passt also wunderbar rein. Genau. Die Kabel laufen jetzt alle hier nach vorne und da habe ich schon mal Stecker angebracht. Wie wir die nachher anschließen, zeige ich euch dann in der Nähe, wenn wir das ganze Zeug zusammenlöten. Des Weiteren haben wir hier unsere schicke Karosserie, unser schickes Fahrerhaus. Hier habe ich diesen Frontblitzer eingebaut. Und eingebaut ist hier wirklich relativ gesagt, hier sind sie. Denn ich habe einfach ein Loch reingefräst und habe die da reingeklebt. So unspektakulär wie nur irgendetwas. Genauso habe ich es mit den Lampen in den Lampengläsern gemacht. Loch reingebohrt und eine LED reingesteckt. Innen drin schaut es momentan noch ein bisschen verhauig aus. Ich habe aber schon ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen was vorbereitet, was die Kabel angeht. Das ist das Kabel, das von oben von dem Dachlichtbalken runterkommt. Das schließen wir auch an. Und was ich in der Wartezeit gemacht hatte, bevor mir die Module geliefert wurden, sozusagen eine Langeweile, aber zwischendurch, die ich mir ausgedacht habe, sind Blinker in den Spiegelgläsern. Ich hoffe, es funktioniert nachher alles so, wie ich mir das vorstelle, über die ganzen Schaltmodule zum Ansteuern. Jetzt schließen wir es mal an gemeinsam und hängen es mal an den Strom und dann werden wir schon sehen, ob das so funktioniert oder ob ich nochmal ran muss und das Ganze ändern muss. Ich baue hier schnell ein bisschen um. Ihr dürft mir wieder über die Schulter schauen und dann geht es auch schon los. Hier haben wir jetzt unsere Sammlung an Teilen, die wir verbauen wollen. Und ich habe gerade schon gesagt, ich zeige euch das jetzt hier, wenn wir soweit sind, was ich hier vorbereitet habe. Also das hier ist für den Dachlichtbalken zum Einstecken. Gehen wir mal darüber. Und wenn es denn will, damit es uns nicht irgendwie im Weg umgeht. Und ich habe hier die Kabel als Stecker vorbereitet, was alles von hinten herkommt. Und einmal hier den Stromanschluss für dieses Modul. Denn ich möchte das eigentlich komplett alles in dem Dach bzw. in der Karosserie drin lassen. Und wir haben jetzt hier diese zwei Module bzw. Regler. Das ist also einmal der Truck-Regler. Und zwar schließe ich den so an. Ich blende euch das Bild parallel noch ein. Ich habe hier also einmal einen Schaltkanal, den ich am Empfänger anschließe, mit dem ich dann die Funktionen durchschalte. Und ich habe hier einen Lenkservo-Anschluss, den kann ich hier durchschleifen, dass er blinkt, wenn ich nach links lenke oder nach rechts lenke. Es ist eine nette Funktion, ich weiß aber nicht, ob ich das möchte, bin ich ganz ehrlich. Denn ich fahre, also ich biege auf dem Parcours ehrlich gesagt seltener ab, als dass ich mal wende oder beziehungsweise um die Kurve fahre. Und wenn der immer blinkt, wenn ich um eine normale Kurve rumfahre, ich finde es befremdlich. Deswegen, ich werde es jetzt mal nicht mit anstecken. Vielleicht muss ich es aber, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert. Das sind wie gesagt die Schaltkanäle. Und jetzt habe ich Kanal 3, 2, 1 für die Lichter zum An- und Ausschalten und Blinker 2 und Blinker 1 für die Blinker und einmal Minus zur Batterie. Und zwar funktioniert es jetzt wie folgt hier. Ich habe das ja vorher schon mal durchgelesen, aber noch nicht probiert. Ich schließe alle LEDs direkt an Plus an der Batterie an. In dem Fall direkt mit dem passenden Widerstand. Das habe ich einmal hier unten schon gemacht, deswegen habe ich hier nur noch Minus. Und habe ich einmal hier in dem
Ding hier auch gemacht. Das heißt, ich habe hier ein Plus, eine Plusleitung. Und diese Plusleitung von unten, die läuft auf alle LEDs. Wirklich auf alle. Ja? So. Bis auf die Blitzer. Bei den Blitzern habe ich eine Sonderkonstellation, denn ich schließe das Blitzermodul so an, als wäre es eine LED. Also ich klemme es zwischen LED und dieses Modul. Deswegen habe ich hier das Plus zu dem Blitzermodul und gehe dann aber mit Plus, Minus von dem Modul direkt zu den LEDs. So ist der Plan. Das heißt, wir müssen jetzt hier einmal das Ganze zusammen löten. Genau, jetzt kommt das Plus kommt überall an die LEDs hin und das Minus von den LEDs wird jetzt hier geschalten. Das heißt, er schaltet immer auf Masse und damit er das kann, kommt jetzt hier das Minus von der Batterie, wird auch hier angeschlossen. Mal schauen, ob man das alles in diese kleinen Klemmen hineinbringen und ob ich einen passenden kleinen Schraubenzieher schon parat habe. Geht er da? Ja, geht. Gut. Das zweite Modul ist dieses hier. Das ist für die Frontblitzer. Das habe ich euch das letzte Mal auch kurz gezeigt. Das heißt, hier an der Seite kommt Plus, Minus. Und auf der anderen Seite kann ich die Blitzer Plus, Plus, Minus, Minus war das, glaube ich. Irgendwo haben wir hier das Schaubild, das tolle. Ich blende es euch aber auch nochmal ein als Foto mit ein. Hier kann ich dann zwei LED-Ketten schalten. Ich weiß nicht, ich will, dass die gleichzeitig blinken. Ich werde sie jetzt mal beide an einen Ausgang klemmen. Denn ich will nicht, dass links und rechts abwechselnd blinkt. Sondern ich will, dass die gleichzeitig blinken. Glaube ich. Ich werde es mal testen. Fangen wir mal an mit den ersten Lötarbeiten. Das heißt, ich fasse die jetzt ein bisschen zusammen. Ich habe also hier in dem Modell, habe ich jetzt Blinker rechts, Blinker links und Rücklicht. So, wie gesagt, das ist jetzt sozusagen immer das Minus, was kommt von den LEDs. Das Plus ist direkt auf der Batterie und das Minus geht hier komplett zu unserem Baustein. Nachdem ich aber ja hier noch mehr habe, werde ich das mit den anderen zusammenlöten, den jeweiligen Stecker. Und dann mit einem Kabel einstecken. Ja, so werden wir das jetzt machen. Hier habe ich, wie gesagt, noch Plus und Minus direkt von der Batterie. Das heißt, das Plus wird dann hier eingesteckt, schickt also den Plusstrom auf alle LEDs. Und das Minus gibt das Minus auch wieder hier an das Modul ab. Jetzt fangen wir einfach mal mit dem ersten an. Hier haben wir Blinker rechts, das heißt, wo habe ich meine Blinker rechts? Das sind dann Blinker rechts, das sind dann die hier. Da löten wir das jetzt einfach auch mit drauf. Und das ist so klein. Genau, da kriege ich nur ein Kabel rein. Deswegen werde ich da ein extra Kabel nochmal hinlöten. Ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, ich habe keine Ahnung von Elektronik. Ich bastel mir das so zusammen, wie es für mich logisch ist. Vielleicht bin ich da in vielerlei Hinsicht dann auch komplizierter, als es sein müsste. Aber ich finde, Hauptsache es funktioniert am Ende. Das wäre das große Ziel des Ganzen. Genau, so, wir haben jetzt Blinker rechts, das passt. Das heißt, ich habe jetzt hier den Blinker, der in dem Lampenglas drin ist, hingelötet und den in der Tür und den Stecker für die Blinker, die hinten im Modell verbaut sind. Eigentlich können wir gleich hier wieder so einen Abschnitt davon nehmen. Blinker rechts. So.
Und das stecken wir dann in das Modul ein. Aber das kann man, glaube ich, brauchen wir gar nicht so lange machen. So. Jetzt weiß ich nicht, was Blinker 1 und Blinker 2 ist. Ob das rechts und links ist oder links und rechts ist. Das werden wir dann gleich sehen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich die Blinker dann, wenn ich das nicht übers Lenkservo mache, ob ich dann, muss ich das einstecken? Wie schalte ich die denn aus? Ah, okay. Dreimaliges Blinken, ja gut. Das sollte funktionieren. Das sollte ja irgendwie funktionieren. Wo ist der Föhn? Sollte es mal kurz wackeln bei euch, das liegt daran, dass hier irgendwie die ganzen Kabel jetzt um das Stativ rumgewickelt sind. Deswegen bitte ich da gleich um Verzeihung, das mache ich nicht mit Absicht. Vielleicht stoße ich auch hin und wieder mal dagegen. Kann natürlich auch sein. Blinker rechts, haben wir, machen wir Blinker links gleich in dem Zug. Die liegen auch hier irgendwo drin. Blinker links, jawohl. Man sollte es nicht meinen, ich denke mir oft so, ah ja, jetzt mache ich noch das bisschen Elektronik und zack, ein Basteltag vorbei. Das nimmt teilweise Zeit in Anspruch. Man glaubt es nicht, wie schnell da mal so ein, zwei Stunden ins Land gehen, wenn man sich damit verdattelt, bis dann alle LEDs drin sind und eingeklebt und angelötet und hier noch ein Widerstand und da noch ein Kabel. Und ja. Also ich glaube, das hätte auch leichter gehen können mit den Plus und Minus. Also, ich glaube, das wäre auch irgendwie noch leichter gegangen, das alles zusammenzufassen. Aber so war das, wie gesagt, für mich ein logischer Ablauf. Das hat mir ganz gut gefallen. Und damit komme ich gut klar. Und wenn ich nachher die Kabel alle hier untergebracht habe und die alle ihren Platz haben, einen Platz haben wir eigentlich genug. Sollte jetzt kein Problem sein, hoffe ich zumindest, so augenscheinlich, dann ist das alles da drin und dann passt es. Also Blinker links. Somit gleich mal einstecken. Können wir eigentlich machen, gell? Ja, machen wir mal eins ist links, oder? Klingt logischer. Sonst drehen wir es rum. Wobei ich glaube, ich blinke ja eh nicht links oder rechts, sondern ich blinke ja, wenn dann. Mir geht's eigentlich, warum mache ich das überhaupt? Mir geht es ja um die Warnblinkanlage, nicht um das Abbiegelicht oder sowas, sondern wirklich um die Warnblinkanlage. Ah, jetzt muss ich das da clever. Also, das mit den Klammern hier gefällt mir schon mal sehr gut. Löten wäre jetzt auch kein Problem gewesen, aber so hat das schon seinen Charme. Genau. Hier kommen wir ja mit der Plus- bzw. der Minusleitung runter. Oder hoch, so muss man eher sagen. Und die können wir hier auch gleich mit einbauen. Machen wir vielleicht ein bisschen länger hier. Damit wir auch ja bis ganz in das, zu der Schraube durchkommen. Sitzt. Genau. Also wie gesagt, das Lenkservo, ich lasse es jetzt echt außen vor und weiß nicht, ob ich das noch anschließe oder ob ich das so lasse oder so. Ich weiß es noch nicht. Deswegen klebe ich das jetzt einfach hier hin. Dann geht es mir nicht mehr im Wege um.
Gut. Also, wir haben die zwei Blinker und das Batterie-Minus haben wir jetzt schon mal. Dann haben wir hier vorne die Blitzer, die kommen nachher. Und ich habe hier vorne eingebaut einmal das Fahrlicht und einmal ein Nebellicht. So, jetzt werde ich das Fahrlicht mal auch noch zusammenlöten. Das machen wir genauso wie hier mit den Blinkern. Und da kommt auch das Kabel von unten hoch. Das heißt, auch hier habe ich einen Stecker mit Rücklicht. Rücklicht, genau. Und der kommt da mit dazu. Das heißt, sind die Scheinwerfer an, ist auch hinten das Licht an. Also mit SMDs wären die Rücklichter übrigens noch wesentlich besser gewesen. Aber wie gesagt, ich war ungeduldig, wollte es unbedingt einbauen und sehen, wie es ausschaut. Und ja, Ungeduld, mein größter Feind manchmal. Aber was tut man nicht alles? Und wenn ich gerade die Zeit dazu hatte, musste das genutzt werden. Deswegen werden wir nachher sehen, ob das so passt, ob das so gut aussieht. Lang. Also das hier sind jetzt die Rücklichter oder beziehungsweise das normale Fahrlicht. Und ich habe mal auf der Seite von Mercedes geguckt. Also die Lichtanlage ist natürlich der Wahnsinn, was da alles ist mit Abbiegelicht und Standlicht und Fahrlicht und hast du nicht gesehen. Also es ist irre. So viel habe ich jetzt nicht verbaut. Ich glaube, das brauche ich nicht. Was ich ja eigentlich mal kurzfristig überlegt hatte, Fahrlicht. So. Welches Ding tun wir es denn? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Also, fahren wollte ich auf Kanal 2 haben. So. Hat seinen Hintergrund im Übrigen damit, wie ich es an- und ausschalte. Deswegen wollte ich das da haben. Das zeige ich euch nachher. Wir wollen es ja auch ausprobieren. Ja, so viel wollte ich nicht haben. Mir ist das, kann ich euch erzählen, nebenher, während ich hier vor mich hin löte. Ich habe mir gedacht, ey, ist ja super, ich könnte ja die Nebelscheinwerfer auf die Blinker, also auf diese Blinkersteuerung setzen und somit ein Abbiegelicht generieren. Ist natürlich ein toller Plan gewesen. Denn bei näherer Betrachtung fällt einem dann natürlich auf, was mache ich denn dann mit den Blinkern? Und wenn ich die Warnblinkanlage einschalte, beziehungsweise wenn ich Warnblinkanlage haben möchte, dann blinken ja die Nebelscheinwerfer, nicht die Blinker. Also Blinker wäre jetzt nicht so schlimm, die könnt ihr auch so einschalten. Allerdings blinken sie dann wieder nicht. Denn das andere ist ja Licht an, Licht aus und nicht blinken. Schauen wir mal, ob wir das da jetzt reinbringen. So. Deswegen, ja, habe ich den Plan momentan wieder verworfen. Aber wäre natürlich ein nettes Feature gewesen. Das ist tatsächlich dann eher was, wo ich sage, damit kann ich mich identifizieren, wenn die Nebelscheinwerfer angehen, wenn ich um die Kurve fahre. Denn das tun sie ja, glaube ich, so auch als Abbiegelicht, oder? Ich weiß es nicht, mein Auto hat das nicht. Aber das wäre auf jeden Fall eher ein Feature, mit dem ich mich da anfreunden könnte.
So, also wir haben jetzt die Minus zur Batterie. Wir haben Blinker 1, Blinker 2, Kanal 1 ist das Nebelicht, Kanal 2 sind die normalen Lichter, jeweils mit Steckern nach unten. Und Kanal 3 ist noch frei. Und hier müssen wir jetzt das Blitzermodul anstecken. Das ist dann dieses hier. Das ist die Anleitung übrigens. Ich blende auch nochmal hier dieses Bild, habe ich fotografiert für euch ein. Und hier ist dann, wie man es auch alles einstellt, wie Blitzfrequenz und so weiter. Und jetzt haben wir hier dieses Modul und laut Anleitung kommt jetzt hier Plus, Minus hin. Laut Anleitung ist es aber egal, wo was hinkommt. Ich hoffe, dass das dann auch funktioniert, weil wie gesagt, das Schaltmodul immer auf Masse, also auf Minus schaltet. Aber es sollte eigentlich funktionieren, denn Plus kommt von Plus. Und das wird das Modul dann wahrscheinlich selber feststellen. Dafür habe ich jetzt hier auch schon ein Kabel hergelegt. Blitzmodul. Das heißt, hier kriege ich meinen Strom von der Batterie direkt vom Akku. Mal darüber. Den löte ich jetzt mal da an. Es gibt wohl auch so Kabelsteckschuhe dafür, stand irgendwo. Kann man auch bei der Firma Niepelt kaufen. Ich löse jetzt einfach an. Denn ich habe sie nicht gekauft. So, und jetzt brauchen wir Minus. Minus muss wieder zu dem Modul. Wenn ich irgendwo noch ein Kabel rumfahren noch, der nicht voll geklebt ist. Das da. Also gut. Und jetzt brauche ich ein Minus von dem sozusagen von dem Blitzmodul, beziehungsweise als wird ja wie als wäre es die LED angeschlossen. Das heißt, ich schließe jetzt hier Minus. Nehme hier Minus und schließen das an direkt. Direkt an dem Truck Profi 2. Ich habe auch irgendwo gelesen, da gibt es genau für diesen gibt es dann den Regler dazu, der eben dann das Vorwärts-Rückwärts-Fahren mitmacht, also wo dann die Bremslichter angehen und ja, das Rücklicht, also die weißen Rückfahrscheinwerfer mit angehen und sowas. Ist natürlich auch nett, schaut auch super aus. Aber ich wollte den Regler nicht verbauen, deswegen. Aber es ist alles aus einer Hand. Also wenn, kann ich euch nur raten, schaut auf die Seite, es ist alles kompatibel. Ihr könnt ihm auch eine E-Mail schreiben, das mache ich ganz oft, weil ich einfach manchmal auch ein bisschen ratlos bin oder Fragen habe. Und dann kriege ich die Antwort, wie jetzt mit dem Truck Profi 2, denn ich habe ja dieses andere Modul, habe ich euch auch gezeigt, auch bestellt. Das hat 4 Schaltkanäle einfach. Und er hat mir aber jetzt hier aufgrund der Frage nach einem Blinker bzw. einer Warnblinkanlage hierzu geraten. Hier kommen jetzt die Blitzer hin. Wie gesagt, ich schließe es jetzt testweise mal beide auf einen Ausgang an, damit sie auch gleichzeitig blinken. Denn ich weiß nicht, ob ich einstellen könnte, wenn ich einen links und einen rechts mache, ob die dann trotzdem ob ich das trotzdem irgendwie hin programmieren kann, dass die gleichzeitig blinken. Deswegen machen wir das jetzt so in einem. Vielleicht ist dann auch die Dauer zu lang, ich weiß es nicht. Hier, man kann auf jeden Fall wahnsinnig viel umstellen. Man findet auch im Internet ja immer wieder Anleitungen zum Löten von solchen Modulen. Ich habe mir die auch angeschaut. A, braucht man viele Teile, also wenn jetzt man nicht gerade irgendwie schon wahnsinnig viel Elektrobausteine rumliegen hat. Und ja, allein die Zeit. Also ich muss sagen, bevor ich mich da hinsetze und jetzt 3 Stunden lang ein Blitzermodul löte, bei dem ich dann nicht mal irgendwas einstellen kann, da nehme ich lieber das. Wirklich, wirklich, wirklich wahr. Denn hier kann ich
alle möglichen Pausenzeiten einstellen. Jetzt muss ich gerade gucken. Ich kann hier einstellen: Einstellung Pause 2, Einstellung Pause 1, Blitzer je Gruppe und ich kann Anzahl der Blitze einstellen. So, und wenn ich das selber mache, also fange ich gar nicht erst an. Selbst mit Anleitung, Internetanleitung, YouTube-Tutorial für Blitzer, ganz toll. Kostet mich viele, viele Stunden für etwas, wo ich sage, passt doch, habe ich doch hier, kann ich doch machen. Also, wir löten auch das hier an. Widerstände habe ich übrigens alle eingelötet, direkt an den LEDs. Je nachdem, was für welche ich verbaut habe. Ich habe hier 4 verschiedene LEDs auch verbaut. Deswegen. Gott. Haben wir alles. Huh, wir haben alles. Ich hole mir mal die Anleitung hier so ein bisschen in die Nähe. Und dann würde ich sagen, wir schließen das mal an und versuchen dann mal die ersten Funktionen zum Laufen zu bringen. Ich habe hier das extra umgedreht. Das heißt, ich habe hier den Stecker andersrum gemacht. Als billigen Verpolungsschutz. So, den hier muss ich noch einstecken. Das ist also der von dem Truck-Profi, mit dem ich das jetzt programmieren kann, was leuchtet. Der Blitzer hat keinen Anschluss für den Empfänger. Brauche auch nicht, denn er wird auch nur ein- und ausgeschalten. So wie ich das verstanden habe. Mal schauen, dass wir alles richtig machen. Blinker rechts. Ach je, immer dieser Kabelkrieg hier in den Modellen. Im ersten Moment denken wir, oh ja, man hat ja Platz, gell? So viel muss da nicht rein. Platz ohne Ende, ja, ja. Den Trugschluss, den hat man immer am Anfang. Den habe auch ich immer wieder, wenn man denkt, oh ja, das ja, ist ja Platz. Aber ich brauche zumindest hinten keinen Aufbau machen. Keine Ahnung, wo dann irgendwas versteckt werden muss. Ich lasse das jetzt mal darauf liegen. Jetzt schauen wir erstmal, ob wir es irgendwie zum Laufen bringen, dass das ganze Ding funktioniert. Ich hoffe, dass es nicht abraucht. Das ist auch einer der tollen Momente beim Modellbau. Gell? Das ist so wie die erste Fahrt. Da bin ich auch immer ganz hippelig. Auch wenn ich weiß, dass es funktioniert. Aber wenn das erste Mal das Modell fährt, ist doch immer super. Und jetzt haben wir das erste Mal die Lichtanlage an. So. Also gut. Das haben wir. Und Umlicht geht schon mal. Super. Also das funktioniert. Und schauen wir mal, ob wir die Blitzer und Blinker und alles einbekommen. Ich lese mal aus der Anleitung vor. Warnblinker, Steuerknüppel kurz nach oben lenken und wieder zur Nullposition. Okay. Mal raus, der macht mir ganz Curry hier. Kanal 3, Steuerknüppel länger als eine. Wir haben es schon angeschlossen, oder? Muss ich es vielleicht doch über den Lenkservo anschließen? Will er das sonst nicht? Eigentlich ist alles richtig dran. Kanal 3, Steuerknüppel, länger als eine Sekunde nach oben lenken und wieder in 0. Macht er was? Nö. Kein Bild, kein Ton? Okay. Also, dass die LEDs gehen, das weiß ich. Das weiß ich sehr sicher. Wir haben alles auf Minus. Wir haben die hier alle angesteckt.
Also, das ist die Seilwinde. Die geht. Wunderbar. Richtig rum ist es auch. Also gut, dann werden wir hier den Lenkservo mal mit dazu schalten. Gut, das wird vielleicht wirklich einen Grund haben, weil hier in der Anleitung ist auch beschrieben, dass ich das ausschalten kann. Also wie ich den Lenkservo blinken ausschalten kann. Und das wird vielleicht seine Gründe haben, denn vielleicht muss das ja dann angeschlossen sein. Wir haben Lenken ist auf der 3. 2. Machen wir aus dabei. Und gucken uns das Ganze mal an. Wir haben hier 1, 2, 3. Das müsste Lenken sein. Und dann schließen wir hier mal unseren Lenkservo an. Ja. Die Junker schlägt natürlich auch schon miteinander. So. Dann würde ich sagen, probieren wir es nochmal. Wir haben erfolgreich den Blitzer eingeschalten. Das ist, wenn ich länger darüber drücke. Okay. Also Blitzer läuft schon mal. Ist ja super. Nebellicht, jawohl. Normales Licht haben wir auch. Aber die Blinker mag er nicht. Das heißt, wir können jetzt hier alle Funktionen so schalten, wie ich mir das vorgestellt habe. Das heißt, wir können jetzt hier mit der Fernbedienung kurz nach rechts geht. Ach schön. So, das hier ist kurz nach links, so rum, ist die Nebelscheinwerfer. Lang nach links ist das normale Fahrlicht. Kurz nach rechts ist die Warnblinkanlage. Alles blinkt, alles leuchtet. Und lang nach rechts ist der Blitzer. Läuft, würde ich sagen. Absolut. Schauen wir mal alle Lichter nochmal durch. Warnblinkanlage. Wenn wir die Spiegel vorne. Schauen wir mal. Hinten leuchtet auch alles. Können wir gleich noch das Fahrlicht dazu schalten. Geht also auch alles an. Und das Nebellicht haben wir auch. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir uns jetzt den Blitzer nochmal im Genauen an. Denn den wollen wir ja einstellen. Und das können wir hier wirklich alles mit diesem Modul auch erreichen. Machen wir hier mal die Reklame wieder aus. Also mit dem einen Knopf können wir, rüber, mit dem Knopf hier können wir die Blinkeranzahl, die Blitzanzahl einstellen. 1 bis 6 Blitze. Jetzt haben wir 2, finde ich, passt ganz gut. Machen wir mal 3. Okay, dann haben wir 4 Blitze. Müssten dann 6 sein und einer, oder? Jetzt haben wir einen. So, ich will bei 2 bleiben. Und jetzt können wir mit den Drehrädchen Einstellung Pause 2 und Einstellung Pause 1. Und zwar die Pause zwischen diesen zwei, also zack, zack, diese Pause einstellen und die Pause zwischen den zwei. Also 2, Pause, 2, Pause und so weiter. So, das erste ist die Pause
zwischen den Zweien. Das heißt, wenn ich jetzt hier runterdrehe, dann geht das so schnell, das sieht man schon gar nicht mehr, dass es überhaupt fast zweimal blinken war. Das kann ich natürlich jetzt auch verlängern. Dass es so richtig rauskommt, dass das zwei Blitze sind, ja, das ist mir zu viel. Dann brauche ich keinen Blitzer mehr, dann habe ich eine Warnblinkanlage. Das ist zu schnell. Ja, so gefällt mir das ganz gut. Und als zweites haben wir hier die Einstellung, die Pause zwischen denen. Geht es dann natürlich richtig flott. Oder eine lange Pause, ich gucke mal. Ja, ist mir zu lang. So. Ja, so vielleicht, oder? Die vielleicht noch ein bisschen ticken langsamer. Ne, das ist zu langsam. Vielleicht schneller. Ich glaube, so schaut es ganz gut aus. Schauen wir mal. Ich kann es ja immer wieder ändern, wenn es mir nicht gefällt. Wunderbar. Es leuchtet und blinkt. Perfekt. Ich packe jetzt mal das ganze Zeug unten rein und dann setzen wir mal die Kabine fest drauf und dann schauen wir uns das im Gesamten noch einmal rundherum an. Und so steht er nun da. Noch leuchtet er nicht. Ich habe alles unten eingebaut, die ganze Verkabelung. Ich habe ja am Anfang gedacht, oh, wahnsinnig viel Platz. Es wird aber eng, durch das, dass ja auch noch die Sitze, also das Interieur da drin ist, muss man wirklich gucken, dass man mit den Kabeln hinkommt. Im ersten Einbau war es dann wieder ein bisschen kritischer, denn ich habe die Kabel einfach da durchgelegt, die hingen dann wieder in der Lenkung. Ist nicht mehr ganz so, wie ich mir das am Anfang gedacht hatte. Aber es passt alles zusammen, ist relativ spannungsfrei draufgegangen. Bin zufrieden. Alles wunderbar. Machen wir ihn auch gleich mal an. Fernbedienung. Wenn ich den Schalter finde. So. So ist er jetzt im Endzustand. Wir haben hier an der Seite die Batterie drin. Lichter sind alle dran. Pritsche ist drauf. Alles wunderbar. Wir können die einzelnen Lichtfunktionen steuern mit der Fernbedienung. Das ist das, was wir gerade eingebaut haben. Das oben habe ich euch schon mal gezeigt. Ich kann also den Lichtbalken oben dementsprechend verändern. Auf die einzelnen Modi. Ganz aus geht natürlich auch. Das war mal den hier. Dann haben wir natürlich ganz klassisch vorwärts, rückwärts fahren. Wäre schlimm, wenn er das nicht könnte. Und wie ihr seht, immer wenn ich ihn neu einschalte, das ist das Einzige, was er tatsächlich nicht irgendwie als Memory hat. Das ist jetzt diese Blinkfunktion beim Lenken. Ist okay. Wie gesagt, ich muss das anschauen, wie ich den auf dem Parcours dann nutze. Ob ich sage, das nervt mich, weil ich mehr Kurven fahre und eigentlich nie abbiege, weil so viele Kreuzungen sind oft nicht, sondern eher mir irgendwo, wo man eben um die Kurve fährt und der löst relativ früh aus. Man kann es programmieren, aber hier weiß ich jetzt allerdings auch nicht, wenn ich das jetzt umstelle, dass der erst später blinken anfängt, also wenn ich ganz einschlage, ob er das speichert. Habe ich noch nicht probiert. Fahren, lenken, genau. Dann haben wir auf dem anderen die Seilwinde mit drauf. Und auf dem rechten Joystick habe ich auch die Lichtfunktionen. Das geht dann los mit normalem Abblendlicht an- und ausschalten. Dann habe ich die Nebelscheinwerfer, die ich dazu schalten kann. Auf der rechten Seite habe ich die Warnblinkanlage und wenn ich länger rechts drücke, gehen die Frontblitze dazu an. Ich habe jetzt lange rumgespielt, ja auch mit den Frontblitzern. Das ist jetzt das, was mir so am ehesten zusagt. Ein bisschen kürzer könnte die Pause noch sein,
Aber ich finde, das macht so ein relativ ruhiges Bild. Leuchtet ja eh alles an dem Teil. Genau. Ich zeige es euch nochmal in der Nähe. Machen wir mal diese Lichter aus. Wir haben also die Blinker. Und hinten sieht das Ganze dann so aus. Die Blinker und wenn das Fahrlicht mit an ist, haben wir einmal das mit an. Ich habe ja schon gesagt, Bremslichter habe ich nicht verbaut, denn ich wollte meine normalen Regler drin lassen und das nicht auch nochmal umbauen. Und ich lege da jetzt auch nicht so viel Wert drauf, vor allem wenn ich dann stehe, ob dann Bremslicht ist oder so. Weiß ich nicht, ob das. Das ist eher so ein Modell, das dann am Rand steht und eine Baustelle absichert. So war ja mein Plan für dieses Fahrzeug. Und die Beleuchtung bleibt da an. Dementsprechend wollte ich ja auch diesen Lichtbalken etwas ruhiger haben. Genau. Achso, genau. Ich habe die Spiegelblinker eingebaut und in diesem Zuge hatte ich auch. Ach, das blendet. Habe ich auch in die Türe hinein einen. Ich kriege es überhaupt nicht auf. In der Tür blinkt es auch. Hier unten. Das ist auch eine LED noch mit reingewandert. Die also auch bei geöffneter Tür, wenn der irgendwo dran steht, hier diese offene Türe signalisiert. Ist auf beiden Seiten übrigens verbaut. Genau. So sieht die ganze Sache jetzt aus. Wenn ich jetzt ganz über 5 Sekunden nach rechts drücke, schaltet auch diese Blinkfunktion aus. Ja? Dass er blinkt, wenn ich um die Kurve fahre. Soweit ist er fertig. Ich muss gerade schauen, ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben. Die Scheiben. Ich habe am Anfang irgendwie die Hälfte wieder vergessen, was ich eigentlich erzählen wollte. Ich habe die Scheiben eingebaut. Also die vorne ist ja drin. Hier sind noch die Scheiben reingekommen, die ich auch bei der Firma Nipelt bestellt habe. Super Sache. Hat auch klasse geklappt, aber ich bin einfach. Ich weiß nicht, stelle mich manchmal ein bisschen doof an, wenn ich irgendwas kleben muss. Auf der einen Seite habe ich ein bisschen mit dem Kleber rumgeschmiert. Ich habe extra so einen Glaskleber genommen für Schmuck, der ganz transparent aushärtet und nicht ausdampft und das nicht beschlägt und was weiß ich. Aber ich habe trotzdem drauf rumgeschmiert. Aber das sieht man Gott sei Dank nicht so sehr. Genau. Dann wurde ich angeschrieben wegen den Boxen, beziehungsweise dieser Box hier, wo der Akku drin ist und dem Unterfahrschutz auf der anderen Seite. Beides habe ich selber gezeichnet und beides habe ich selber gedruckt. Das ist für mich jetzt kein Problem. Könnt ihr es bei mir kaufen? Nein. Wenn ich etwas oder so etwas mache, dann mache ich das für mich selber, denn ihr könnt das anderweitig kaufen. Und zwar, wenn ihr schaut, googelt mal der RC-Bruder. Der hat so eine Kiste und auch einen Unterfahrschutz im Programm. Ich habe die Kiste ist angepasst auf meine Akkus. Ich glaube, die andere ist für 7,4 Volt, 2S Akkus. Ich habe es mir nicht genau angeschaut, aber der hat die im Programm. Deswegen, ihr bekommt die bei mir nicht. Ich beziehe die nicht von ihm. Ich habe die hier für mich selber gebaut. Aber wie gesagt, ich verkaufe die nicht. Ja? Ich bin Modellbauer. Ich sehe Sachen und denke mir, oh, das baue ich auch. Wenn ihr es aber woanders beziehen könnt, baue ich es nicht nach und streue das irgendwie in den Markt. Muss ich nicht machen, brauche ich nicht. Wenn ihr so eine Kiste wollt oder so einen Unterfahrschutz, schaut, wie gesagt, der RC-Bruder, ich verlinke es auch nochmal unten, schaut bei dem in den Shop. Der hat auch ganz viele Anbauteile für diverse Fahrzeuge, Transportkisten, auch für den Dodge sind einige Sachen mit dabei. Könnt ihr gerne euch mal umschauen. Wie gesagt, eine Kiste zeichnen war jetzt für mich nicht die Herausforderung, deswegen habe ich die selber schnell gezeichnet und gedruckt. Ja. Abgesehen davon, er macht es relativ lange schon. Ich glaube, noch aus Zeiten, da war das 3D-Druckverfahren auch noch nicht so. Es sind Frästeile. Ja, finde ich auch super. Kann man einfach andere Sachen machen, andere Möglichkeiten sind da gegeben. Schaut es euch einfach an. Also, wie gesagt, die bekommt ihr von mir nicht. Den Lichtbalken oben übrigens auch nicht. Das ist eine einmalige Anfertigung für mich gewesen. Den verkaufe ich so auch nicht. Wenn ihr andere Lichtbalken wollt mit anderen Modis oder so, schaut euch im Netz um. Es gibt genug. Händler Nipelt, wie gesagt, die haben auch diesen Lichtbalken mit drin. Der hat dann, ich habe es nicht im Kopf, 50 Modi oder sowas. Da wird mit Sicherheit was für euch dabei sein. Genau, Rundumbeleuchtung, Hammer. Soweit ist er fertig. Das Modell an sich. Ich habe noch ein Ass im Ärmel, denn ich möchte hier noch was anbauen an dieses Fahrzeug. Da bin ich aber noch nicht ganz fertig. Ich möchte euch noch ein bisschen auf die Folter spannen. Es wird absolut irre. Also der Prototyp, den ich hier habe, für diesen Anbau super.
Ich hoffe, er haut euch genauso von den Socken wie mich. Ich finde das absolut klasse. Und wenn er fertig ist und wenn er so weit ist, dass ich sagen kann, jetzt kann ich ihn euch auch zeigen, jetzt funktioniert auch alles. Ich muss nicht 5 Videos machen, weil dreimal nicht irgendwie was nicht funktioniert. Dann zeige ich ihn euch und da freue ich mich schon mal wahnsinnig drauf, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal, ihr könnt unten diese Benachrichtigungen einschalten, dann kriegt ihr eine Meldung, wenn ein neues Video hochgeladen wird, das ist ganz praktisch. Ansonsten schaue ich, dass ich jetzt dann wieder die ganzen Updates auf meine Seite mit einstelle, www.rc-bruderbaustelle.de, seid ihr immer willkommen. Und ansonsten verlinke ich euch nochmal unten alles, was ich hier verbaut habe, die ganzen Links zu den einzelnen Shops mit den Achsen. Wie gesagt, alles super, hat klasse geklappt, hat richtig Spaß gemacht und der Dodge ist schon in den Startlöchern. Ich muss mal gucken, wie ich den zeitlich hinbekomme. Wenn euch diese Videos gefallen hat, Daumen nach oben und dann werden wir den Dodge vielleicht auch noch gemeinsam umbauen. Mal schauen, dass ich mir die Zeit hierfür nehme und was wir aus dem dann Schönes bauen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet und bis bald!